Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über die Evangelische Allianz. Die Evangelische Allianz ist historisch gesehen eigentlich die älteste ökumenische Bewegung, die es gibt. Sie gilt bis heute als die erste organisatorische Initiative, um Einheit von Christen aus verschiedenen Denominationen in der Neuzeit wiederherzustellen. Die Zersplitterung der verschiedenen Kirchen und Gruppierungen hat ja vor allem im protestantischen Bereich in der Neuzeit total zugeschlagen. Und die Evangelische Allianz versucht dem jetzt etwas entgegenzusetzen, schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von daher, um die Geschichte der Evangelischen Allianz zu verstehen, muss man zunächst nach Großbritannien schauen. Und zwar genauer gesagt nach Schottland. In Schottland hatte es in den 1840er Jahren eine Kirchenspaltung gegeben. Dort gab es eine evangelische Erweckungsbewegung und die führte dazu, dass 1843 unter der Führung dieses Mannes Thomas Chalmers ungefähr ein Viertel der Pastoren der schottischen Kirche mit ihren Gemeinden zusammen aus der schottischen Staatskirche ausscherten und eine eigene Freikirche bildeten, die Free Church of Scotland. Man nannte sie damals auch The Evangelicals. Der Hintergrund war etwas kompliziert. Es ging darum, um staatliche Eingriffsmöglichkeiten in die Kirche, um die sogenannten Patronatsrechte. Durfte der Staat oder ein Patron, irgendein Adeliger, über die Besetzung von Pfarrstellen entscheiden? Thomas Chalmers war dagegen, er bildete aber da eine Minderheit. Wie gesagt, er trat mit einem Viertel der Pastoren aus der Kirche aus. So gab es jetzt eine neue Freikirche in Schottland, wieder eine Zersplitterung. Parallel zu dieser Kirchenspaltung gab es aber gleichzeitig dann Bestrebungen, eine neue Einheit herzustellen, denn man dachte sich jetzt, wir sind eine neue Freikirche, wir haben doch eigentlich Brüder und Schwestern, mit denen wir zusammenarbeiten könnten, die ähnlich ticken wie wir. Man nahm also Kontakt mit anderen Freikirchen auf und schon im gleichen Jahr 1843 traf man sich aus mehreren schottischen Kirchen zu einer Versammlung in Edinburgh. Diese neuen Evangelicals zusammen mit Baptists, mit Congregationalists und so weiter. Man erinnerte sich daran, dass man doch grundsätzlich in Christus eins ist. Und so wurde eine Idee geboren, einen evangelischen Kongress mal zu veranstalten, wo man sich mit allen einheitswilligen evangelischen Christen zusammentun könnte. Das hatte auch den Hintergrund, dass es gerade einen erstarkenden Katholizismus auch in Großbritannien gab und man wollte sich sozusagen neu profilieren gegen solche rekatholisierenden Tendenzen. Man wollte eine Einheit aller Protestanten herstellen. Deswegen war man also auf dem Weg zu einer evangelischen Vereinigung, zu einer evangelischen Allianz. Man lud zunächst zu einer Art Vorkonferenz ein. 1845 vom 1. bis 3. Oktober trafen sich Vertreter der protestantischen Kirchen von England, Wales, Schottland und Irland, also von Großbritannien, zu einem Vorbereitungstreffen nach Liverpool. Da kamen 217 Leute zusammen aus 20 Denominationen. Das war schon mal was und da einigte man sich darauf, dass man einen großen Kongress veranstalten wollte in London, wo man sozusagen Einheit von Christen vereinbaren wollte. Eine Einheit, die sagte, wir wollen gar nicht jetzt Leute überreden, dass sie ihre eigene Konfession aufgeben oder bestimmte Überzeugungen aufgeben. Man will keine Einheitskirche herstellen, keine Vereinigung von Kirchen, sondern, das ist das Besondere an der Evangelischen Allianz, es sollte ein reiner Christenbund werden. Kein Kirchenbund, sondern ein Christenbund. Man wollte eine Vereinigung schaffen, bei der sich Christen aus verschiedenen Denominationen treffen könnten, ohne dass die Denominationen aufgegeben werden, ohne dass die
Leitungen der Denominationen offizielle Verhandlungen und Gespräche aufnehmen müssten, sondern einfach ein Christentreffen von Christen aus verschiedensten Kirchen. Das fand dann auch tatsächlich statt im Jahr 1846. Das gilt als das Gründungsjahr der Evangelischen Allianz. Und zwar traf man sich in London vom 19.8. bis 2.9., also 14 Tage hat man sich getroffen, in der Freemasons Hall in London, die wir hier sehen. Es kamen 920 Teilnehmer zusammen, davon 786 aus Großbritannien, also 80-90% waren Briten, dazu 87 aus Nordamerika, also es war hauptsächlich ein rein englischsprachiges Treffen. 11 Vertreter kamen aus Deutschland, 36 sonst noch vom Rest der Welt. Aber es war erstmal eine britische Initiative, kann man sagen. Es gilt bis heute also das erste interdenominationelle Treffen des Protestantismus in der Neuzeit. Von diesen 11 Vertretern, die aus Deutschland kamen, waren zum Beispiel als bekanntere August Tholuck, ein Theologieprofessor, und Johann Gerhard Onken, der Gründer der deutschen Baptisten, war auch schon dabei. Was vereinbarte man damals 1846 in London? Das Motto lautete, wie wir hier auch sehen auf der Folie, Unum Corpus Sumus in Christu. Wir sind ein Leib in Christus. Und man sagte, diese Einheit, dass wir doch eins sind, ein Leib, auch wenn wir in unterschiedlichen Kirchen leben und Mitglieder irgendwo sind, sind wir doch eins. Und diese Einheit, also dieses spiritualistische Einheitsverständnis, man gehört mit Christen zusammen, die weltweit in verschiedensten Kirchen verstreut sind, dieses Einheitsverständnis, das müssen wir auch leibhaftig gestalten. Das war so der erste Punkt. Wir müssen diese Einheit der Christen deutlich machen und zeigen. Wir müssen zusammenkommen. Wir müssen Treffen haben von diesen Christen, die sich eins fühlen. Dazu hat man ein theologisches Bekenntnis entworfen mit 9 Punkten. So eine Basis-Glaubensformel der Allianz, die bis heute etwas modifiziert besteht. Dann hat man als drittes vereinbart, dass man sich zu einem geistlichen und informativen Austausch zu diversen Themen immer mal wieder treffen möchte und dass man dazu auch Zweigvereine gründen will zur Organisation dieser Einheit, regional, lokal, wo man so ist. Und dazu wollte man alle 4, 5, 6, 7 Jahre immer mal wieder zu einem großen Weltkongress sozusagen zusammenkommen in einer europäischen Großstadt. Das war 1846 die Gründung der Evangelischen Allianz. Diese Weltkonferenzen, die fanden dann auch statt, und die dritte dieser Weltkonferenzen hatte dann für uns in Deutschland besondere Bedeutung. Sie fand nämlich in Berlin statt, in dieser Berliner Garnisonskirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. 1857 war das, vom 9. bis 17. September, unter der Schirmherrschaft des preußischen Königs, der ein frommer Mensch war, und man versammelte 1300 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Das war ein besonderer Startschuss für die Arbeit in Deutschland, wo bis dahin die Evangelische Allianz ziemlich zögerlich anrief, denn man muss sich das in Deutschland mal vorstellen. Was hieß Evangelische Allianz? Man kam aus staatskirchlichen Zeiten, das heißt, damals war es so, 99% aller Christen in Deutschland waren Mitglied der Landeskirchen, und daneben gab es ein paar ganz kleine erste Freikirchen in den 1850er Jahren. Die Baptisten und Methodisten waren gerade gegründet worden. Also das waren sozusagen, da haben wir die evangelische Kirche mit 50 Millionen Mitgliedern, und dann haben wir da die Baptisten mit 5.000 und die Methodisten mit 20.000 und so weiter, kleinere Splitterkirchen, die man eher so als Sekten betrachtete damals noch und die sehr schwer zu kämpfen hatten, in Deutschland einen Fuß auf den Boden zu kriegen.
So, und Evangelische Allianz hieß jetzt, man arbeitet mit Christen aus den verschiedenen Kirchen zusammen. In England, wo es viele verschiedene Denominationen gab, die vielleicht ungefähr gleich groß waren oder so, da konnte man so auf Augenhöhe miteinander reden. Aber wenn jetzt hier ein Vertreter der preußischen Landeskirche mit Millionen von Mitgliedern als Bruder eines Baptistenvertreters, der ein paar Gemeinden in Deutschland vertrat, sich so traf in der Evangelischen Allianz, da mussten sich die Deutschen erstmal daran gewöhnen. Und von daher, es war für die Freikirchen in Deutschland eine große Aufwertung, dass dieser Kongress in Deutschland stattfand und damit auch die schwierige Situation der deutschen Freikirchen damit in den Blick kam. Religionsfreiheit war ein wichtiges Thema. Es ist bis heute ein großes Thema der Evangelischen Allianz, für Religionsfreiheit zu kämpfen, dass Christen aus allen Gruppierungen ihren Glauben leben dürfen. Der deutsche Zweig, der gewann erst ab diesem Zeitpunkt sozusagen jetzt größere Bedeutung. Es wurde ein deutsches Zentralkomitee der Evangelischen Allianz gebildet. Man entwickelte eine eigene Zeitschrift, die Neue Evangelische Kirchenzeitung, die von 1859 bis 1886 herauskam. Die erste Allianz-Gebetswoche in Deutschland wurde 1859 veranstaltet und in den folgenden Jahrzehnten entstanden mehrere regionale Allianzverbünde, zum Beispiel auch die Westdeutsche Evangelische Allianz. Also man machte nicht gleich eine deutsche evangelische Allianz, sondern es entwickelten sich so regionale Verbünde erstmal. Die Evangelische Allianz in Deutschland war also vor allem etwas, was den Freikirchen zugute kam, um zwischenkirchliche Gespräche als Brüder und Schwestern zu führen. Eine wichtige, also wer sich etwas näher damit beschäftigen will, wie diese Evangelische Allianz losgegangen ist, dazu empfehle ich euch jetzt mal ein bisschen Literatur. Zum einen gibt es hier dieses Buch von Hans Hauzenberger, Einheit auf evangelischer Grundlage. Der beschäftigt sich damit, wie diese erste Allianzkonferenz in London 1846 zustande gekommen ist, was da eigentlich so dahinter stand. Wer sich also mit der Gründung der Evangelischen Allianz beschäftigen will, der findet hier das Allerbeste. Wer sich mit dem Weg der Evangelischen Allianz in Deutschland beschäftigen will, der findet in diesem Buch von Erich Bayreuther die deutsche Geschichte, wie das alles sich in Deutschland entwickelt hat. Und wer insbesondere den Blick auf die Freikirchen richten will, wie die sich im Rahmen der Evangelischen Allianz verhalten haben, da gibt es von Karl-Heinz Vogt dieses Buch, die Evangelische Allianz als ökumenische Bewegung. Damit seid ihr gut ausgerüstet, um so tiefer einzusteigen in alle Fragen der Evangelischen Allianz. Eins muss man jetzt in Deutschland noch zur Kenntnis nehmen. Die Evangelische Allianz hat sich zunächst in verschiedenen Lagern ausgebildet. Es gab sozusagen diese normalen, sage ich jetzt mal, Allianzbünde, diese Westdeutsche Allianz, die Norddeutsche Allianz. Und dann hat sich in Bad Blankenburg in Thüringen eine ganz spezielle Allianz gebildet. Da war diese Frau, Anna von Wehling, die stammte aus Schottland, also irgendwie haben die Schotten es mit der Allianz zu tun. Die hat 1886 da in diesem Nest in Thüringen zu einer Allianzkonferenz eingeladen. 28 Leute kamen, also die erste Allianzkonferenz war mehr so eine Art kleine Freizeit. Und dann hat sie jedes Jahr eingeladen, Christen aus verschiedenen Denominationen, die ein Herz und eine Seele sein wollten, vor allem aus der Heiligungsbewegung. Das war ihre besondere Prägung. Sie kam ja aus Schottland, also aus dieser angloamerikanischen Heiligungsbewegung wurden jetzt sozusagen Impulse weitergetragen und man sah das als das Verbindende von Christen aus verschiedenen Denominationen. Die Teilnehmerzahl dieser Blankenburger Treffen wuchs jährlich, so dass 1898 eine erste Halle gebaut wurde, die wir hier sehen. Zunächst passten 650 Leute da rein
1906 wurde dann eine große Halle eingeweiht für 2000 Teilnehmer. Und ja, das waren ganz besondere Allianztreffen. Es waren die größten Allianztreffen, die es so in Deutschland gab. Und sie hatten ein ganz besonderes Flair, weil hier auch Englisch tatsächlich sehr viel gesprochen wurde, weil die Weltmission sehr im Blick war. Es war eine sehr internationale Konferenz und weil es eine sehr kirchenkritische Konferenz war. Es war sehr von den Freikirchen geprägt und von der Heiligungsbewegung. Anna von Wehling hat dann eine eigene Zeitschrift gegründet, das Evangelische Allianzblatt 1890, das ja vor allem so eine Art freikirchliches Blatt wurde, sich oft mit sehr kirchenkritischen Tönen profilierte. Einer, der da sehr stark mitgemischt hat, war Friedrich Wilhelm von Baedeker. Der stand so den Brüdergemeinden nahe. Auch das war so ein starker Einfluss auf diese Allianzkonferenz. 1898 hat sich diese Blankenburger Allianz dann tatsächlich offiziell von dem gesamtdeutschen Zweig der Evangelischen Allianz getrennt und hat so seinen eigenen Weg gemacht. Also lange Jahre und Jahrzehnte gab es in Deutschland zwei verschiedene evangelische Allianzen. Diese Blankenburger Allianz war, wie gesagt, sehr stark von der Heiligungsbewegung geprägt, hat sich dann aber auch schon sehr schnell 1907 von der Pfingstbewegung abgesetzt und hat gesagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich so diese Gegensätze zwischen dieser Blankenburger Allianz und den anderen Allianzverbänden langsam aufgelöst und man ist wieder zu einer großen deutschen evangelischen Allianz geworden. In der Zeit des Nationalsozialismus war es dann so, dass die Evangelische Allianz einen Kurs gefahren hat, dass man vor allem abgewartet hat. Man hat geschwiegen, man hat gar nichts gesagt. Das ja, wurde einem im Nachhinein auch als Schuld bewusst. Walter Michaelis war der Vorsitzende des Gnadauer Verbandes, der Gemeinschaftsbewegung. Der fand diesen Kurs der Evangelischen Allianz nicht gut. Der Gnadauer Verband hat sich mehr der bekennenden Kirche angenähert, die Evangelische Allianz nicht, die stand mehr so neutral in der Mitte. Und deswegen ist Walter Michaelis, der Gnadauer Präses, im April 37 aus dem Hauptvorstand der Evangelischen Allianz aus Protest ausgetreten. Die Evangelische Allianz hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg besonnen, hat in einem ersten veröffentlichten Flugblatt, hat dann der neue Allianzvorsitzende Walter Zilz selbstkritisch geschrieben: Wir bekennen, dass das Zeugnis der Evangelischen Allianz oft nicht klar und geistesmächtig genug gewesen ist. Wir sind den Mächten des Unglaubens in unserem Volk nicht stark und mutig genug entgegengetreten und haben auch die Bedürfnisse unserer Zeit zu wenig in treuer Fürbitte priesterlich vor Gott gebracht. Das Schuldbekenntnis der Evangelischen Allianz nach der NS-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Evangelische Allianz weiterentwickelt, zunächst dann in zwei verschiedenen Allianzen, in der DDR und in Westdeutschland. Die Westdeutsche Allianz hatte dann ihren Sitz in Stuttgart in dieser Zeit bis zur Wiedervereinigung, die Ostdeutsche hier in Bad Blankenburg. Und nach der Wiedervereinigung hat man dann das Zentrum wieder ganz nach Bad Blankenburg verlegt. Eine wichtige Entwicklung war dann auch, dass man sich in den 1990er Jahren auch geöffnet hat für Gruppierungen aus dem pfingstlich-charismatischen Bereich. Denen stand man seit der großen Pfingstkrise 1907 sehr distanziert gegenüber. Da gab es eine große Öffnung, so dass jetzt auch Mitglieder von Pfingstkirchen mitarbeiten, im Vorstand mit sind und dass man das, ja, dieses pentekostale Christentum in die Evangelische Allianz integriert hat. Die Geschäftsstelle der Evangelischen Allianz sitzt heute hier in Bad Blankenburg, hier in diesem Gebäude. Und man hat da ein Tagungshaus. Es gibt immer noch die alte große Konferenzhalle, wo man
im August immer noch zu einer großen Allianzkonferenz fahren kann. Da kommen 2.000 bis 3.000 Teilnehmer immer noch hin. Das ist so das eine große, was die Evangelische Allianz heute macht. Das zweite ist die Allianz Gebetswoche. Internationale Gebetswoche heißt das heute. Mitte Januar findet an ungefähr 1.000 Orten in ganz Deutschland statt. Zählt insgesamt so 300.000 Besucher in verschiedenen Gebetsveranstaltungen. Also gerade dieses Motiv des Gebets als Mittel zur Einheit ist ganz wichtig. Ein drittes ist dann noch, dass man seit 1998 in den Osterferien, in der Woche nach Ostern, immer ein sogenanntes Gemeindeferienfestival Spring veranstaltet, wo 3.000 bis 4.000 Teilnehmer in einen Freizeitpark nach Willingen im Upland kommen. Die Evangelische Allianz heute ist vor allem vielleicht auch dadurch wirkmächtig, dass sie eine gemeinsame Glaubensbasis hat. Die Frage ist ja, was verbindet diese Christen aus der Evangelischen Allianz miteinander? Dazu hatte man schon 1846 Glaubensartikel aufgesetzt, 9 Artikel, die sozusagen den Kern der Einheit bilden sollten. Und tatsächlich hat sich diese Glaubensbasis bis heute durchgehalten. Ganz viele freie Werke, die kein eigenes Bekenntnis aufstellen, sagen, wir arbeiten auf der Basis auf der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Was ist da formuliert? 2018 hat die Deutsche Evangelische Allianz übrigens die internationale Version der Glaubensbasis etwas modifiziert, hat einiges umformuliert, einiges rausgeschmissen, ein paar neue Akzente reingemacht. Eine leichte Veränderung, man sagt, es ist eigentlich inhaltlich nicht viel anders. Man fühlt sich immer noch sehr eins mit der internationalen Glaubensbasis, aber es hat ein bisschen Modifikationen gegeben. Was steht da drin? Wenn man sich das ganz kurz anguckt, im ersten Artikel geht es um Gott selbst, um den Glauben an die Dreieinigkeit, um den Glauben an Gott, den Schöpfer. Im zweiten Artikel ist dann die Anthropologie benannt, der Mensch als Ebenbild Gottes, als Mann und Frau, der Mensch, der durch die Sünde von Gott getrennt ist. Der dritte Artikel ist dann die Christologie, dass man da festhält, dass der Opfertod Jesu die Grundlage für unsere Erlösung ist, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, dass er der einzige Weg zu Gott ist und dass allein der Glaube an Christus rettet. Im vierten Artikel geht es um den Heiligen Geist, der Erkenntnis schafft, der Wiedergeburt schafft, der Gaben schenkt. Im fünften Artikel ist die Ekklesiologie dann dran, die weltweite Gemeinde, zu der wir berufen sind, dass die Gemeinde auch das Evangelium verkündigt. Evangelisation ist da drin. Dann kommt ein Artikel zur Eschatologie, dass Jesus wiederkommen wird, dass es ein Gericht geben wird, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und als letztes jetzt eine Bekräftigung, dass man die Bibel als autoritatives Wort Gottes festhält. Wenn man sich das anschaut, was kennzeichnet diese Glaubensbasis? Das sind zum einen reformatorische, evangelische Glaubensartikel, die so Konsens sind im Protestantismus, Dreieinigkeit, stellvertretender Tod Jesu, die Rechtfertigungslehre der evangelischen Kirche. Eine zweite Linie, die sich durchzieht, sind pietistisch-evangelikale Akzente, Wiedergeburt, verändertes Leben, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, gabenorientierte Mitarbeit, Evangelisation, Autorität der Bibel und dann ein paar bewusste Punkte, gerade in der Eschatologie, wo man sagt, da gehen wir keinen liberalen Weg, sondern wir halten daran fest, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird, dass es ein Gericht geben wird. Das wird ausdrücklich festgehalten. Was nicht vorkommt in dieser Glaubensbasis, sind nähere Entscheidungen, wie zum Beispiel Gemeindeformen auszusehen haben,
wie Sakramente verstanden werden, wie man taufen soll oder was weiß ich. Auch ethische Fragen werden nicht hier entschieden. Das lässt also dann einen weiten Raum, dass Gruppen und Christen mit verschiedenen Überzeugungen dieser Basis zustimmen können. Die Evangelische Allianz heute hat einen ehrenamtlichen ersten Vorsitzenden, der ist hier in der Mitte, Eckhard Vetter, ist der Präses des sogenannten Mühlheimer Verbandes. Es gibt einen hauptamtlichen Geschäftsführer, das ist Reinhard Schink, den wir hier rechts sehen. Und dann haben wir hier noch den zweiten Vorsitzenden links, das ist Siegfried Winkler, der übrigens auch zur Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor gehört. Welche Themen und Arbeitsbereiche hat jetzt die Evangelische Allianz? Zum einen würde ich sagen, dass es das Thema Einheit ist. Das ist das Grundanliegen vom Anfang an. Einheit auf evangelischer Grundlage. Wir haben hier dieses Buch schon von Hans Hauzenberger, was dieses Leitwort schon von Anfang an voranstellt. Es geht um Einheit, dass Konflikte geschlichtet werden, dass Verständnis geschaffen wird, Verständnis zwischen Freikirchen und Landeskirchen, zwischen pfingstlich-charismatischen Christen und anderen, zwischen Einzelpersonen, die Konflikte haben. Einheit ist das große Thema. Diese Einheit wird zweitens durch das Gebet vor allem auch erreicht. Die Allianz Gebetswochen machen das deutlich. Es gibt immer wieder auch spezielle Gebetsaktionen für die hinduistische Welt, für die islamische Welt, für verfolgte Christen und so weiter. Evangelisation ist drittens ein großes Thema. Es gibt ja eigene Organisationsnetzwerke, die von der Evangelischen Allianz initiiert wurden. Pro Christ, das Christival, ein Jugendkongress, der Ring missionarischer Jugendbewegungen, der ERF, der Evangeliumsrundfunk, die christliche Medieninitiative Pro, die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen. Alles hängt so mit der Evangelischen Allianz zusammen. Das vierte große Thema ist die Bibel. Bei den Allianzveranstaltungen stehen Bibelarbeiten immer im Mittelpunkt. Es wird über Bibeltexte gepredigt und diskutiert, wie bei Spring auch so. Fünftens hat die Evangelische Allianz einen starken Impetus für gesellschaftliche Verantwortung. Man tritt für Menschenrechte ein, für Religionsfreiheit. Man engagiert sich sozial bei christliche Fachkräfte, international Hilfe für Brüder, also so eine Art Brot für die Welt. Man engagiert sich auch politisch für Nachhaltigkeit in der sogenannten Micha-Initiative. Man hat eigene Arbeitskreise für Migration, für Behinderung, für Soldaten, für den Islam, für Frieden und Versöhnung. Also es sind schon ja, sehr viele Themenfelder, die da mitbedacht werden. Man hat auch einen eigenen Arbeitskreis für Theologie, den AFET, den Arbeitskreis für evangelikale Theologie, wo sich die Lehrenden der Ausbildungsstätten treffen, miteinander um theologische Fragen ringen, um theologische Orientierung für Gemeinden zu bieten. Man hat übrigens auch eine Clearingstelle, um Manipulation und Machtmissbrauch im eigenen Bereich frühzeitig zu identifizieren, zu bekämpfen, einzugreifen, wo man etwas mitkriegt. Da ist man sehr sensibel geworden in den letzten Jahren. Als letztes komme ich nochmal auf die Frage der weltweiten Evangelischen Allianz zu sprechen. Die hat sich ja, im Grunde ist ja die Evangelische Allianz seit 1846 als ein weltweites Projekt gestartet worden. Die meisten nationalen evangelischen Allianzen haben sich dann auch irgendwann zusammengeschlossen. 1952 zum sogenannten World Evangelical Fellowship, WEF. Damals hatten aber einige europäische Verbände ein bisschen Schwierigkeiten mit der Formulierung, wie da die Autorität der Bibel in der Glaubensbasis formuliert wurde, weil es da um Irrtumslosigkeit ging. Da konnten viele europäische Allianzen nicht mitmachen.
und es kam deshalb zur Gründung einer eigenen europäischen Vereinigung, der EEA, der Europäischen Evangelischen Allianz, wo Bundesdeutschland, die Schweiz, Österreich, aber auch Dänemark, Norwegen und Schweden mit dabei waren. Erst 1968 hat man sich mit dem World Evangelical Fellowship zusammengetan, mit ein paar kleineren theologischen Vorbehalten. 1976 kam es zur Gründung des Fellowship of European Evangelical Theologians, der sogenannten FET. Das ist ein Zusammenschluss von Theologen, die in bewusst bibelfreundlicher Haltung sich um theologische Fragen in evangelikalen Kirchen kümmern. Und jetzt ist das Interessante in der weltweiten Evangelischen Allianz, dass es gerade vor kurzem im Oktober 2020 zu einer Wahl gekommen ist, dass Professor Dr. Thomas Schirmacher aus Deutschland zum Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz gewählt wurde. Seine Amtszeit beginnt im März 2021. Soweit ich weiß, ist das zum ersten Mal, dass ein Deutscher jetzt die Leitung der weltweiten Evangelischen Allianz übernommen hat. Übrigens seit 2001 nennt sich der Verband so WEA, World Evangelical Alliance. Und diese World Evangelical Alliance, die vertritt heutzutage 129 nationale Allianzverbände. Wenn man die alle mal zusammenrechnet, wie viele Christen dazugehören, man sagt so, dass es ungefähr 600 Millionen Christen sind, die sozusagen von der weltweiten Evangelischen Allianz vertreten werden. In dem Sinne könnte man sagen, dass Thomas Schirmacher hinter dem Papst, der, ich weiß nicht wie viel, 1 Milliarde Katholiken vertritt, der Mensch ist, der am zweitmeisten Christen auf der Welt vertritt. In Deutschland rechnet man mit ungefähr 1,3 Millionen Christen, die so durch die Evangelische Allianz vertreten werden. Es gibt ja gar keine klaren Mitgliederzahlen, denn die Evangelische Allianz ist ja kein Kirchenbund, sondern, wo man dann sagen könnte, alle 40.000, die zu dieser Kirche gehören, sind jetzt Mitglieder der Evangelischen Allianz. Nein, es ist ein Christenbund. Auf der lokalen Ebene können Christen aus allen Gemeinden und Denominationen mitarbeiten. Und das heißt, man kann natürlich sagen, die Kirchen, also man rechnet jetzt sozusagen alle Methodisten oder Baptisten jetzt einfach mal dazu, wenn man sagt, wie viele Leute werden durch die Evangelische Allianz vertreten. Aber in den lokalen evangelischen Allianzen sind das natürlich dann oft recht kleine Kreise, keine offiziellen Delegierten. Also hier in Marburg meinetwegen, da treffen wir uns alle 2 Monate mit der Evangelischen Allianz. Da kommen dann ungefähr 30 Leute aus verschiedensten Kirchen, Gemeinden und Denominationen zusammen. Einzelchristen, die sagen, wir haben ein Herz für Einheit der Christen, für Zusammenarbeit. Und deswegen engagieren wir uns und wir tragen das dann auch, dieses Einheitsanliegen, in unsere Gemeinden hinein. Eng verbunden ist man mit der Lausanne-Bewegung. Dazu gibt es ja ein eigenes Video von mir. Da gibt es ganz große Überschneidungen, auch personeller Art. Der deutsche Bereich der Lausanne-Bewegung, die Koalition für Evangelisation, da sind im Vorstand auch Vertreter der Evangelischen Allianz mit drin. Von daher kann man sagen, diese Dokumente der Lausanne-Bewegung, die Lausanne-Verpflichtung und die Kapstadt-Verpflichtung, die gelten eigentlich auch als Dokumente der weltweiten Evangelischen Allianz. Da gibt es ganz viel Einheit. Die Evangelische Allianz also eine ökumenische Bewegung, die so neben dem Ökumenischen Rat der Kirchen steht. Der ÖRK, mehr so ein Kirchenbund mit Delegierten aus Kirchen aus aller Welt. Die WEA, eher ein Christenbund mit engagierten Christen, die gerne mit Christen aus verschiedenen Denominationen zusammenarbeiten.